Hallo und willkommen zur Asana Week. Heute der herabschauende Hund. Wir beginnen auf unserer Matte im Schneidersitz und kommen von hier jetzt einmal in einen Vierfüßler, das heißt Knie auf den Boden bringen, Hände sind unter der Schulter, die Finger aufspreizen, die Knie sind unter der Hüfte und hier aus der Position starten wir in den herabschauenden Hund. Wir stellen die Zehen auf die Matte, schieben uns mit dem Gesäß zurück Richtung Fersen und heben das Gesäß nach oben. Stell deine Füße gern nochmal ein kleines Stückchen zurück, wenn du das Gefühl hast, dass der Abstand zu klein sein könnte. Und versuche hier Länge in den Rücken zu bringen. Das heißt, wir schieben aktiv aus dem Handrücken in den Rücken, nach oben bis in unser Gesäß. Wir lösen einmal die Position, bringen die Knie wieder auf die Matte und lösen mal so ein bisschen die Handgelenke von der Matte, kreisen vielleicht mal unsere Arme und bereiten uns wieder vor für eine weitere Runde herabschauender Hund. Stell die Zehen nochmal auf die Matte und richte dich nach oben auf. Es ist nicht unbedingt das Ziel, die Fersen auf den Boden zu bekommen, sondern den Rücken wirklich lang aufzudehnen. Dementsprechend arbeite aktiv aus den Armen. Wir kommen noch ein letztes Mal zurück mit den Knien auf den Boden. Lösen nochmal auf, vielleicht mal das Gesäß absenken, wieder kurz die Arme kreisen lassen. Und für eine letzte Runde kommen wir in den Vierfüßlerstand, stellen unsere Hände unter die Schultern, Zehen auf die Matte bringen und bringen das Gesäß nach oben. Drück wieder aus den Handinnenflächen nach oben in die Länge des Rückens. Lass den Kopf ganz entspannt hängen und arbeite hier auch aus dem Trizeps. Versuch aus den Armen das Ganze zu halten. Wir kommen zurück und setzen uns auf die Matte. Und danke, dass du heute dabei warst.